Ja, yo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Ich melde mich hier endlich mal wieder nach 2 Wochen und ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen doof für einige gewesen. Aber wie gesagt, ich war halt relativ stark krank. Eigentlich finde ich das sogar relativ gut, dass ich halt in der Zeit krank war, weil meine Stimme war eigentlich nur im Arsch. Ich hatte ab und zu mal Kopfschmerzen und alles, aber das passt halt. Und ja, ich konnte die Ferien genießen, so wie man es machen sollte. Und das fand ich eigentlich relativ gut. Das hat auch eigentlich sehr gut gepasst. Moment, was hatte ich eigentlich vor? Ich hatte hier vor, alle Sachen zu machen, ne? Ja, es hat eigentlich relativ gut gepasst. Ich entschuldige mich, wie gesagt, nochmal dafür, dass ich halt krank war. Aber ich weiß nicht wirklich, ob es eine Entschuldigung wert ist. Weil, wenn ich krank bin, kann ich nun mal nicht Let's Playen. Das tut mir auch sehr leid, aber... Ach, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich kann halt nichts dafür, dass ich krank bin. Ich habe schon mein Bestes gegeben, schneller gesund zu werden. Aber das ist ja normal, dass man schneller gesund werden will. Ja, aber wir laufen jetzt erstmal zum nächsten Stützpunkt und gucken da erstmal genau, was wir machen müssen. Ich kann euch ja schon mal erzählen, was genau ich in der Zeit so getrieben habe. Ich war ab und zu mal bei ein paar Freunden und habe aber größtenteils gezockt. Und zwar relativ viele Steam-Spiele. Die verschiedensten. Ich habe da mal ein bisschen rumprobiert und alles und habe endlich mal mit Undertale angefangen. Also nach so langer Zeit endlich mal mit diesem großartigen Spiel angefangen. Und Undertale ist echt so verdammt gut. Also ich verstehe auf jeden Fall, wieso die Community das so feiert, so toll findet einfach. Und ich habe mir überlegt, ich mache dazu in Zukunft auch noch ein Faktenvideo. Und unter Umständen wird dann Samstag immer noch was Zusätzliches kommen. Ich sehe gerade, hier ist ein Relikt, das kann man nebenbei ja aufheben. Ja, und abgesehen von dem Faktenvideo wird es halt zu jedem einzelnen Charakter ganz viele verschiedene Sachen geben. Also ich werde jeden einzelnen Charakter näher beleuchten, Theorien dazu machen und alles. Und ja, das ist eigentlich das, was ich so in Zukunft vorhabe. Habe ich jetzt alles fertig, den ganzen Skilltree? Ah ne, hier fehlt mir noch. Faustwaffen-Kills. Oh nein, ich hasse Kills mit Pistolen, aber die sind halt wichtig. Ach, ich schaue mich mal demnächst um. Wenn ich mich demnächst wieder rumteleportiere, also nach dem Stützpunkt, hole ich mir schnell eine Faustwaffe und dann mache ich die 10 Kills. Dann habe ich es auch hinter mir. Ja, wie gesagt, meine Stimme ist noch ziemlich im Arsch, aber am Arsch? Im Arsch? Im Arsch ist, glaube ich, das Falsche. Am Arsch, so ist das. So, ich glaube, ich sollte mir auch ein bisschen Heiltränke herstellen. Ich glaube, die Steuerung sollte ich halbwegs noch drauf haben. Einfach mit Q immer heilen, was auch immer. Das geht schon. Das geht schon alles. Ich überlege gerade, was ich als nächstes Let's Playen sollte, denn ich habe da jetzt relativ viel Steam-Spiele in der letzten Zeit geholt und... da gibt es eigentlich eine große Reihe von verschiedenen Spielen. Vielleicht mache ich auch erstmal eine Zeit lang wieder ein paar, wie heißt es, Let's Tests. Das fände ich eigentlich auch ganz amüsant. So viele verschiedene Spiele nochmal neu austesten, euch zeigen, was es da Tolles gibt und alles und halt einfach nur kurz beleuchten. 20 Minuten Gameplay zu jedem einzelnen Spiel. Ich denke schon, das sollte eigentlich passen und reichen. Ich muss jetzt nur überlegen, wie ich die hier am besten besiege. Da vorne haben wir erstmal einen Alarm, den sollten wir ausschalten, so schnell es geht. Frage ist nur, wer sieht mich dabei, weil... Hä? Beobachten die mich nicht mal? Nee, die beobachten mich nicht mal, nicht schlecht. Wir haben da vorne einen Tank, um den wir uns schnell kümmern sollten und... Da vorne einen Typen. Kann ich einen Double Takedown auf die machen? Ich guck mal kurz in meinen Fähigkeiten, ob das ging. Da. Doppelter Tod von oben mit Leer kannst du von oben auf 2 Gegner herabspringen und sie beide töten. Okay, dann machen wir das erstmal gleich. Dann springe ich jetzt auf beide herunter. Genau. Jetzt, wo ich die tot habe, oh Gott. Jetzt, wo ich die tot habe, kann ich mit denen anfangen, habe ich mir gerade gedacht. Aber, oh Mann. Ich hätte das schneller machen sollen mit dem Double Takedown. Dann hätte ich es nämlich auch hinbekommen, den großen Fettsack da zu töten. Ach, der sieht mich dadurch. Ja, dann schaue ich mich nur mal um, wie ich den von oben vielleicht besiegen kann oder so. Ja, der läuft gerade, das ist perfekt.
Unser Zeug ist im Arsch. So, okay, ich versuch's mal. Bam. Puh, naja, ich wurde entdeckt, aber was soll man machen? Boah, ich freue mich gerade wieder so richtig zu Let's Playen. Boah, das ist echt ein unbeschreibliches Gefühl. Also, wenn man das hobbymäßig macht und das schon seit ziemlich lange, ich glaube, ich mache das jetzt schon seit 2-3 Jahren. Bin damit jetzt nicht so super erfolgreich oder so. Aber, boah, macht mich das gerade glücklich, wieder damit anzufangen. Etwas, was ich echt hart vermisst habe. Aber ich muss, wie gesagt, sagen, die Pause hat mir trotzdem gut getan, trotz allem. So, Faustwaffen. Oh, ich will die nicht kaufen, die sind so müllig. Welche holen wir denn? Die hätte viel Schaden, aber... Ne, warte, die hat viel Schaden. Ah. Ja, doch, nehmen wir einfach mal die letzte hier, die sollte dann auch die stärkste sein. Ausrüsten nehmen wir einfach mal statt dem Bogen, weil ich mit dem Bogen einfach bis jetzt gar nichts gemacht habe, obwohl ich den so oft benutzen wollte. So, optisches Visier gibt mir Genauigkeit, Reichweite auch. Okay, ja, dann holen wir das optische Visier noch dazu. Ich hoffe natürlich, das Visier ist jetzt nicht so stark, dass es echt zu hart ranzoomt. Schauen wir das gleich mal an. Wir haben hier noch eine kleine Tötungsquest. Töte einen tunnelverschanzten Pirat mit einem Messer. Ah, oh Mann. Die ganzen Nebenmissionen müssen wir nur am Rande auch noch machen. Also ist jetzt nicht so, dass wir die jetzt alle überspringen oder so. Nur weil wir jetzt die anderen Sachen sammeln. Ich werde aber diese ganzen Kisten hier nicht aufheben. Also alle Kisten aufzuheben dauert und das ist echt einfach nur unnötig im Endeffekt. Weil die geben alle nur ein bisschen Krempel und alles. Und das ist nicht das, was wir wirklich haben wollen. Ja. Oh Mann, ey, das ist irgendwie so ein komisches Gefühl. Oh lol, da befindet sich jemand? Wo denn? Da hinten. Alles klar, ich weiß nicht, wieso der mich jetzt schon anvisiert. Anvisiert? Heißt das so? Anvisiert oder anvisiert? Anvisiert, glaube ich. Weil noch bin ich noch lange nicht in dem Gebiet. Ach so, nee, das war ja genau. Ich befinde mich ja nicht auf den... Wie hießen die? Söldnergebiet. Sondern ich befinde mich ja in einem anderen Gebiet. In einem alten Piratengebiet, wo das noch so ist, dass die alles töten, was sich bewegt. So, Nummer 1. Nummer 2. Ich hoffe, hinter mir hat sich niemand befunden. Nee, aber das sind zwei Leute. Den muss ich ein bisschen Vorsicht nehmen. Oh Gott. So. Ich muss die leider mit Faustwaffen töten. Tut mir leid. Und den Typen da hinten muss ich halt normal töten. Das ist ein bisschen mies. Beuterucksack. Da hätte ich vorhin auch alles verkaufen können. Guck mal, wie viel Stuff ich schon wieder habe. Und oh, so viel Leder und alles. Ich weiß, dass du da vorne auf mich wartest. Ach, nee, ey. Da vorne läuft so eine kleine Maus rum. Oh, ein Brief. Die Briefe brauchen wir alle. Das ist gut. Ist egal, dann nehmen wir nur das Geld hier. Die Briefe brauchen wir alle. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Mission hier nebenbei noch zu machen. Wie gesagt, wir müssen einmal auf die Map nochmal und dann zum nächsten Stützpunkt und da halt... Oh, hier ist einer in der Nähe. Hey. Von dem Stützpunkt aus muss ich dann alle Leute am besten mit dieser Faustwaffe töten. Ich hoffe natürlich, hier befinden sich keine Juggernauts, weil Juggernauts mit Faustwaffen zu töten ist ein bisschen anstrengend. So, hier erstmal verkaufen. Schnellverkauf, wie viele Objekte? 17 Stück, ja. Es sollte schon erstmal fürs Erste reichen. Hier ist nochmal so eine Nebenmission. Soll ich erst die machen? Ich weiß es nicht. Guck mal ganz kurz, was für eine das ist. Piraten haben eine einheimische Metzger im Wald ermordet. Töte ihren Anführer mit einem Messer. Ja, das kann man nebenbei noch machen. Ist von mir aus okay. Wenn ich danach halt nicht vergesse, das Lager da noch einzunehmen. Oh Gott. So. Jetzt muss ich da hinten nur irgendwo ankommen.
Verdammt, diese Musik hier, einfach so toll. Raus da! Geschafft. Oh nein, ich erinnere mich dran. Hier sind überall welche. Also da ist schon der erste Scharfschütze, der sich hier umschaut. Oh Mann. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn ich den töte, kann es sein, dass ich von woanders erspäht werde. Ah, da haben wir schon das Lager. Wer ist der Anführer? Ne, immer noch nicht. Was? Die haben keine Anführer? Oh, lol. Das ist ein bisschen doof. Oh, oh. Der kommt hier gleich raus. Tut mir leid. Das war der Anführer, das habe ich nämlich gesehen. Egal, ich krieg gleich die Faustwaffenkills zusammen, Leute. Oh Mann, nicht mit einer Shotgun, das ist nicht fair. Eine Shotgun ist mir viel zu stark. So, ich muss nur mal gucken, ob ich hier jetzt, nicht Herstellung, Fähigkeiten... Ne, 4 Stück brauche ich noch. Oh Gott. 4 Stück. Oh, ist die unpräzise. Das ist echt unglaublich. So. Erstmal alles wieder mitnehmen. Wir haben hier zwar ein bisschen Tumult erregt, aber das ist ja nicht schlimm, genau. Genau, genau. Hier wollte ich das noch machen, sonst hätte ich schon fast vergessen. Wir sind sogar relativ in der Nähe. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so nah da dran sind. Ich dachte, wir laufen vielleicht in die entgegengesetzte Richtung oder so, wenn wir jetzt die Nebenmission hier annehmen. Aber so passt das doch ganz gut. 112 Schuss und dafür, dass die One-Shot macht aus so einer Distanz. Ja doch, muss man eigentlich loben. Oh Gott. Tut mir leid, Leute, aber hier ist noch ein Relikt. Autsch. Ich hör's, aber ich seh's nicht. Hey, hey, ho. So, kurz auftauchen. Ah, da oben. Das ist ein kleines Jump'n'Run, was man hier machen muss. Hopp. So, nein. Oh, Mann, ich hatte es schon fast. Hey, hey, yo. Oh Mann, ey, dieses Spiel. So. Puh. Ich wäre schon fast wieder ins Wasser gefallen. So, die Kiste habe ich schon, okay. Spinne. 18 von 120 erst. Ach, das wären noch so viele. Warte mal, wie komme ich hier überhaupt wieder raus? Ist das der richtige Weg? Nee, ich muss hier anscheinend doch lang. Oh, ich habe nur Angst, dass ich da sterbe oder so. Ist das Wasser? Ich weiß nicht, Leute, was würdet ihr sagen? Autsch. Ist das Wasser unter mir? Ich sehe das nicht so wirklich. Ich habe das Spiel vielleicht nicht hell genug. Aber ich versuch's mal hier mit diesem kleinen Jump'n'Run. Upp. So. Ich glaube, das wäre auch der eigentliche Weg, wie man hier reinkommen sollte. So, jetzt muss ich auf jeden Fall nur darauf achten. Oh, hier sind schon Fahrzeuge. Dass es einfach schon mit Fahrzeugen hier anfängt. Ach so, da sind gar keine Fahrzeuge mit Leuten drin. Okay, dann ist alles gut. So, da ist Nummer 1. Da ist Nummer 2. Ich versuche als allererstes den Alarm... den Alarm... Alarm zu legen. Das klingt so komisch, wenn man das ausspricht. Ich würde da vorne halt gern tot von unten machen, aber wie gesagt, erst den Alarm. Da vorne ist noch jemand, den ich auch noch markieren muss. Alles klar, dann markiere ich niemanden. Oh Mann, ist das schrecklich. So, erstmal nachladen. In einer halben Minute erst. Lass es so nicht durchgehen. Das wollte ich nicht.
Ich sehe den nicht. Da. Ey, komm schon. Ich glaube, diese Pistole ist echt nichts für mich. Aber ich brauche ja nicht mehr viele Kills damit. Ich habe keine Granaten mehr. Oder nutze ich gerade die falsche Taste für Granaten? Oh Gott. Ich wusste, dass es gleich explodiert. Ist G nicht die Taste für Granaten? Wie in jedem anderen Spiel? So, ne, hier ist leider keiner in der Nähe, den ich nochmal so töten kann. Perfekt. Jetzt kann ich auch ein bisschen mehr stürmen. Ich hoffe natürlich, ich habe jetzt alle Kills gemacht. Ich schaue mir das nochmal an. Fähigkeiten und dann perfekt. Perfekt, ich habe alle Kills gemacht. So, jetzt sollte das auch eingenommen sein. Zack. Zack. Komm noch ein bisschen näher ran. Perfekt, so muss das. So, hier. Woher kommen die denn alle? Ich habe doch den Alarm ausgeschaltet. Autsch, 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 autsch. So. Ich muss auch wieder erstmal ein bisschen in das Spiel reinkommen. Also so böse werdet ihr mir dann auch nicht sein. Aber wir haben das eingenommen. Nach der ganzen Zeit endlich mal was gepackt. So. Jetzt müssen wir nach dieser ganzen Verwüstung erstmal hier aufräumen und uns den Stützpunkt annehmen. Noch einen Stützpunkt habe ich gerade gesehen. Also, falls ich das gerade richtig gesehen habe. Ich habe es nämlich noch im letzten Moment erspäht. 23 von 24, weil ich das gesehen... Falls ich das gesehen habe. Ich habe gerade echt Sprachprobleme. Oh Mann, ey. Nochmal Schnellverkauf. 5 Gegenstände und Munition auffüllen. So. Die Faustwaffe können wir erstmal behalten, seit wir eh nur 3 Waffen nutzen. Ich nutze ja in den meisten Fällen das hier oder sowas hier. Oder halt die Shotgun. So, hier haben wir eine Rare Quest. Das ist nämlich eine, die noch sehr wichtig ist. Auf die habe ich eigentlich gewartet. Es geht darum, dass ein Typ oder... eine Familie oder so, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ich habe das jetzt leider auch übersprungen, von einem Bären überfallen wurde und man muss halt mit einer Schrotflinte den Bären jetzt, glaube ich, aus einer Höhle jagen. Oder das, ne, das war nur ein Bär. Ich wollte gerade sagen, 2 Bären waren eine andere Quest. Oh Mann, meine Erinnerung, die kann mich immer wieder mal täuschen, aber das ist normal. Hier kann ich doch die Kacke wechseln. Da. Unsterblicher Bär, ich sehe es schon. Oh Gott. Ich sehe schon, wie oft ich sterben werde. Naja, Spaß, die Quest geht eigentlich voll klar. Seitdem wir eh schon fast auf Maximum sind mit unserem Level, haben wir die Möglichkeit auch... Oh Gott, die ganzen Pflanzen. Haben wir die Möglichkeit auch super viel Schaden zu drücken an Tieren. Und jetzt werde ich mir nochmal Jagd machen. Warte, nicht abschrecken. So, beim Kampf mit Tieren mehr Schaden anzurichten. Das nutzen wir gleich einfach sofort. Da brauchen wir keinen Platz zuweisen. So, war der Bär hier? Jo. Der Bär war hier. Ja, das nutzen wir ein bisschen später. Alles klar, ich hab den gehört. Ist der vor mir? Hinter mir? Da. Alles klar, das heißt erstmal... Herstellung. Das finde ich immer ganz lustig, wenn man in Spielen halt einfach pausieren kann und sich irgendwas reinpfeifen kann. Damn. So geht das. Unsterblicher Bär, ihr seht ja, wie der... Oh Gott, der wurde so zugesetzt. Egal, wir häuten den nochmal. Lecker. Ja, und damit haben wir eigentlich schon den größten Teil dieses Parts erledigt. Auch ich muss kurz warten auf die Nachricht.
So, Feld des unsterblichen Bären. Jetzt kann ich in die Herstellung gehen und Beuterucksäcke. War das der? Ja, perfekt. Habe ich damit alle Sachen? Ne. Hier fehlt mir noch auf jeden Fall Wildschweinfell, Raketenbündel, Tigerfell. Okay, das kriegen wir noch alles hin. Ja gut, Leute, ich würde dann erstmal sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe natürlich, ihr habt euch Spaß gemacht. Wenn euch Spaß gemacht hat, lasst doch bitte eine Bewertung da. Und ja, wir sehen uns demnächst und ciao.